Unterwegs auf der A6 zwischen Neuenstein und Ilshofen passiert man sie auf alle Fälle. Ob einem beim Überqueren die Dimensionen dieses Bauwerks bewusst werden? Wahrscheinlich nicht. Nach über 35 Jahren hat sie ihre Faszination nicht verloren. Die größte Talbrücke Deutschlands. In nur 33 Monaten gebaut und 1979 fertiggestellt, hat sie eine Gesamtlänge von 1128 Metern. Das entspricht einer Autokolonne von rund 250 Fahrzeugen. Noch eindrucksvoller als die Länge ist die Höhe. Wir starten am Fundament des mittleren Brückenpfeilers. Dieser hat einen beeindruckenden Umfang von fast 50 Metern und schrumpft auf dem langen Weg nach oben um die Hälfte. Die Pfeiler sind hohl, aber mit einer Wandstärke von bis zu 90 cm dickem Stahlbeton extrem stabil. Oben angekommen schwebt die 31 Meter breite Fahrbahn in 185 Metern über dem Kochertal. Das ist Rekord. Die darauf fahrenden Fahrzeuge wirken wie Spielzeugautos. Um nochmals die Höhe deutlich zu machen, stellen wir diese im Vergleich zu einem uns vertrauten Bauwerk dar, der 64 Meter hohen Kilianskirche. Fast dreimal würde diese Platz finden unter der Kochertalbrücke. Seit dem Mauerfall 1989 und der Öffnung der Ostblockstaaten hat sich die A6 zu einer der wichtigsten Ost-West-Verbindungen entwickelt. Bis zu 50.000 Fahrzeuge passieren täglich das Bauwerk, davon rund ein Drittel Schwerlastverkehr. Die direkte Überquerung dauert unter einer Minute. Der alternative Weg durchs Kochertal würde aber mindestens 10 Minuten in Anspruch nehmen. Ganz zu schweigen davon, dass die engen Straßen das Verkehrsaufkommen nicht verkraften würden. Die Brücke hat ein Eigengewicht von rund 170.000 Tonnen. In der gesamten Konstruktion wurden 70.000 Kubikmeter Beton verbaut. Das entspricht rund 10.000 vollen Ladungen von Fahrmischern. Im Juni 2013 haben umfassende Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen begonnen und aus 4 Fahrspuren werden 6. Damit wird die Kochertalbrücke fit gemacht für die Zukunft. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 14,5 Millionen Euro. Unsere Region hat viel zu bieten und zu entdecken. Wir machen uns mit dem Stimmekopter auf die Suche nach spannenden Perspektiven und neuen Blickwinkeln.